Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme mit meiner Wenigkeit. Und zwar diesmal geht es um die Panasonic Lumix DMC FT5. Wie man hier schon schön sieht, die ist zwar jetzt hier in Orange abgebildet, aber in Blau wird sie geliefert, bei mir zumindest. Wir kommen direkt zur Sache, und zwar waterproof 13 Meter, also beziehungsweise wasserdicht, fallgeschützt für 2 Meter, ja, wie man auch sieht, von minus 10 Grad hält sie aus, GPS hat sie, Kompass und Höhenmesser und Barometer und Full HD 1920 x 1080p. Gut, warte. Hier steht bla 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 bla. Hier oh. Hier oh, ich kann kein Chinesisch oder Japanisch oder was auch immer das ist. Und noch viel, viel mehr. So, also mal öffnen wir. Kann man ja diese Lasche wegziehen. So. Und dann kommt es direkt so entgegengeschossen. Ich weiß auch nicht, ob das normal ist, so wirklich, aber beim Jahr am Anfang war es auch so, also wird es schon stimmen. Dann können wir hier das Ding mal zur Seite machen, links, rechts. So, und dann können wir mal diesen Deckel hier abheben. Das Einzige, was man direkt ins Ohr sticht, ist die Lumix Ladeschale, die auch beim bei manchen anderen älteren Kameras zum Einsatz gekommen ist, aber allerdings ist das hier ein komplett anderer Akku, der ist viel dünner als bei den vorhergehenden. Ich lege die jetzt einfach mal wieder hier rein, ich lasse den jetzt mal hier liegen. Dann haben wir hier Kabel, Ladekabel, lege ich auch direkt erstmal hier hin, ist uninteressant. Die Kamera, die legen wir auch erstmal zur Seite. Lauter Anleitung braucht man, schätze ich mal, nicht zu lesen. Zur Seite, weg damit. Eine CD-ROM von der DMC FT5. Legen wir erstmal zur Seite, braucht okay Mensch. Was ist das hier? Keine Ahnung. Will ich selber nicht. Weg damit, brauchen wir nicht. Hier die Halteschlaufe, die wird vielleicht noch wichtig. Die legen wir mal mit hier hin. Ja, und ansonsten liegt da bloß noch so ein komisches schwarze Käferchen drin, wo ich nicht weiß, von was es ist. Wir tun es einfach mal weg, den Kopf. So, also folgendes. Kamera. Sie kommt, und zwar, wir packen sie mal aus. Vorsichtig. Erstmal müssen wir das Ding hier so raus. Und da kommt sie direkt schon entgegen. Da, da ist sie. In Blau. Ich stelle jetzt mal die andere Kamera so hin, wie ich das mit zwei Händen zeigen kann. Hier, als erstes, hier geht die Kamera erstmal auf. Damit man hier Akku und alles mögliche reintun kann, das kann man am besten direkt mal machen. Wir nehmen die jetzt mal aus der Ladeschale raus, eben unsichtbar. Akku hier, wie man so schön sieht, ne? Akkufotos, Fokus macht's, was es soll. Tun wir hier rein. So. Können wir sie direkt mal zumachen. Und hier dieser Knopf, da ist ganz wichtig, weil so nämlich könnt ihr die Kamera nicht mehr öffnen. Ich den so habe, ist also die Chance groß, das öffnen. Und eine wichtige Sache direkt am Anfang, taucht niemals in einer Strömung. Ich habe da meine Erfahrung gemacht. Mit dieser sogar, die hat es aber ausgehalten. Ich will Bild zerkratzen, als möglich, jetzt ist es nicht mehr die neueste. Aber die hat es ausgehalten, ist wieder getrocknet, warte mal kurz, eben scharf stellen, so. Und ist wieder getrocknet und funktioniert immer noch 1A. Also wenn so ganz kleine Wassereintritte oben beim Objektiv übersteht, so ohne Probleme. Wir schalten es am besten direkt mal ein, würde ich sagen. Pass auf. Und tada! Ja, da kommt direkt die Warnung zu, so bitte prüfen, dass die Klappe festgeschlossen ist und so weiter und so fort. Wird in dem Speicher festgelegt, so. Also, man könnte jetzt hier ein Foto machen. Oder man könnte ein Video machen. Machen wir jetzt mal, ne? Und so sieht das dann aus. Wenn ich ein Foto machen will, natürlich Blitz. Hat sie einen sehr starken, weil da ist unnötig. Verzeihung bitte. Da ist unnötig unter Wasser, damit man überhaupt was sieht. Bei trüben Gewässern. Wir machen nur mal einen kleinen Zoom-Test. Wir sehen zum Beispiel, das zum Beispiel hier oben. Das könnt ihr mal alles wegdenken. Warte mal. So. Fertig. Folgendes, wir zoomen jetzt einfach mal ran, was das von hier aus so macht.
Und wenn bei voller Zoom-Weite. Oje, oje. Man sieht schon, es ist viel zu überbelichtet. Die Kamera ist natürlich auch dafür ausgelegt, im Wasser und auch in Schneelandschaften Fotos zu machen. Und es gibt natürlich auch wieder verschiedene, ich sag mal, Möglichkeiten. Da können wir wieder abbrechen drücken hier. Dann hat es hier oben Modi, da kannst du hier intelligente Automatik, Programme, manuelle Belichtung, Kreativmodus, Sport, Schnee, Strand, Schnorcheln, Erweitern oder Wassermodus und so weiter und so fort. Ne? So. Können wir jetzt auf Display gehen, dann zeigt er mal einen Kompass an. Bedeutet dort Norden. Wir sind hier auf 496 Meter Höhe. 497. Müsst da also auch genau in der Stadt. Also, und was auch noch sehr gut ist, muss ich sagen, man kann das einfach wieder wegmachen, einfach mal, ist, dass man hier einfach diese Display-Ränder ausschalten kann. Das kannst du nämlich ohne Barriere machen. Hier ging das. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal die Kamera wieder ausschalte, ach so, nee, ich muss mal noch die Knöpfe erklären, warte mal. Also folgendes, hier ist Ranzoom, ne? Kennt man aber sicherlich schon von anderen Kameras wie Traveler oder was weiß ich. Es ist halt dafür ausgelegt, dass es funktioniert, ne? Unbedingt oft schön aussehen. Obwohl es wirklich sehr gut aussieht. Ich mach's mal eben aus, dass man oben die Knöpfe sieht. Es ist wirklich eine gute Kamera. Nicht wundern über die Macke, die hier ist. Die hat auch schon mehrere, im Fluss sogar, hat sie überstanden. Bin ich abgeschmiert und über verschiedene Dinger, über Steine drüber, und da ist sie wahrscheinlich mit dem Objektiv angeknallt, ist aber nichts passiert und Wasserfestigkeit hat nicht gelitten. Hier unten haben wir so einen komischen Metallreindreh-Dingsbums fürs Objektiv. Da steht dann auch nochmal extra drauf da, warte mal, ich muss es eben scharf machen. Panasonic DNCFD5 und so, ja. Genau, und so ist Zeug. Dann würde ich sagen, so ist das schon wieder gewesen sein für das Video. Das war das Review, das Unboxing zur FT5, was übrigens unmöglich ist, das war schon im Review noch erklären, der Wi-Fi-Modus ist aktivierbar. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, kann ich das dieses Gerät. Ich habe jetzt leider gerade kein iPhone hier, sonst kann ich das mal demonstrieren. Oder nicht mehr mit iPhone, sondern mit allen. Mach's doch mal scharf, bitte. Danke. Oder ne? Huh, das sehe ich. Das ist gewesen, wie scheiße. Mach's doch mal. Was ist das für eine Scheiße hier? Jetzt müsste ich mal anders fotografieren. So. Filmen. Mach's scharf. Danke. Und das ist eben dann unmöglich. Wi-Fi hat er ja, und da kann man das dann koppeln mit einem Ding, aber was so ist. Mein Handy, das zeige ich dann vielleicht nächstes Mal noch beim Review. Beim Unterwasser-Dachtest noch. Gibt's auch noch einen. Also gut, wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war hilfreich für welche, die nicht immer mit dem neuesten, ich sag mal, Gerät haben, tauchen müssen. Es ist auf jeden Fall ausreichend für, ich sag mal, Hobby-Schnorchler oder so, die nicht unbedingt in die großen Flüsse reingehen, ist das auf jeden Fall ausreichend. Also wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr wollt, dann abonnieren nicht vergessen. Teilen und wenn ihr wollt natürlich nur. Und wenn ihr wollt, einen netten Kommentar noch lassen, was ihr dazu sagt. Und was ihr von dem Gerät haltet und so weiter und so fort. Also mit diesem wunderschönen Bild, warte, ich drehe die Kamera nochmal um. Mit diesem wunderschönen hellen Blau hier verabschiede ich mich aus dieser Folge. Macht's gut. Und viel Spaß bei neuen Videos. Ciao.